mich oder meine Familie zu verteidigen, dann kann ich mit Waffen in der Hand das machen. Und nicht einfach in einem Viehwaggon eingepfercht fortgeschickt werden. Und das war meine Genugtuung, dass der kleine jüdische Ghetto-Bub von Budapest ein israelischer Offizier wurde, wo sein Land und Familie verteidigen können. Das hat mir sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und das hat mir sehr, sehr viel Stolz gegeben. Eigentlich das erste Mal stolz sein, dass ich Jude bin. Und das hat mir sehr viel geholfen, auch das ganze Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich eben diese ganze Vergangenheit ziemlich gut aufgearbeitet habe. Und dazu möchte ich eben, wegen dem mache ich eigentlich diese Workshops, dass ich meine Sachen erzähle, weil ich erhoffe von der heutigen Jugend, die unsere Zukunft sind, dass sie wirklich dafür Sorge tragen, dass so etwas nicht passiert. Nicht nur mit Juden, sondern alle Minderheiten, dass sie respektieren diese demokratische Idee, dass wir alle gleich, dass wir nur Menschen sind. Und wegen dem gehe ich gerne von Klasse zu Klasse, um so etwas zu erzählen. Es fällt mir nicht immer leicht, aber es ist vor mir immer, dass unsere Generation lebt nicht mehr lang und die heutige Generation, die heutige Jugend, wo das bis jetzt immer nur entweder durchs Fernsehen oder Film oder Bücher gehört oder gelesen haben sie jetzt die Möglichkeit, noch ein Überlebender, der das wirklich live erlebt hat, dass sie können jetzt das hören und Zeuge sein, dass es wirklich wahr war.